Herzlich willkommen, Freunde. Brainwave Dave ist wieder mit am Start. Heute ein Fragen und Antworten Video. Ihr habt mir auf Instagram ein paar Fragen gestellt. Ein paar haue ich raus und beantworte die. Also seid gespannt. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich ein bisschen eine Fortnite-Runde dazu. Let's go. So, Leute, jetzt geht's los. Wir fliegen direkt nach Lazy. Ich werde jetzt ein paar Fragen vorlesen und die auch beantworten in einer ganz normalen Spielrunde. Die wird jetzt nicht so highlightmäßig werden, denke ich mal. Weil ich muss ja natürlich jetzt auch Fragen beantworten, aber ich gebe mein Bestes. So, hier gleich mal eine Waffe, die ist übrigens nicht ganz so meins. Gerne mal ein Like droppen, Abo dalassen, Jungs und Mädels, um nichts mehr zu verpassen. Wir können auch gerne mal wieder so ein Challenge-Video machen, auch in Fortnite, so wie damals mit den Marshmallows. Das war relativ schwer, aber es war cool. Gerne mal in die Kommentare ballern, auf was ihr Bock habt. Aber jetzt, wie gesagt, Fragen und Antworten Video. Deswegen fange ich gleich mit der ersten Frage an. Da hat nämlich der liebe Daniel7151 die Frage gestellt. Stopp. Welche Spiele streamst du jetzt? Also, das ist ganz leicht zu beantworten, denn auf YouTube, Main Account ist YouTube, werde ich auf jeden Fall Main Streaming hier machen. Und das wird dann so ausschauen, dass ich hauptsächlich, oder sagen wir mal hauptsächlich, Sniper. Also generell nur Fortnite-Content. Also das ist wirklich so, außer es kommt mal ein neues GTA, das wird ja demnächst auch kommen. Da wird es so ausschauen, dass ich dann GTA parallel zu Fortnite auch streamen und zocken werde. Und Videos kommen dann auch höchstwahrscheinlich. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich Fortnite streamen und Videos hier hochladen. Also sonst kommt nichts anderes. Twitch wird so ausschauen, da kommen dann zum Beispiel Tony Hawk oder was haben wir noch? Warzone, COD, solche Streams werde ich auf Twitch machen, aber die Streamzeiten musste ich auch noch richtig aufschreiben, aber so wie es jetzt ausschaut, werden die Streamzeiten wie folgt sein. Ihr auf YouTube wird es so sein, wenn ich früh arbeite, dann wird es 17 Uhr so, zwischen 17 und 17.30 Uhr kommen die Streams auf YouTube, auf Twitch. Wenn ich spät arbeite, da bin ich dann vormittags zu sehen. Also so werde ich das wahrscheinlich machen und lösen auch. So, jetzt nehmen wir mal die Boogie mit. Die Boogie Woogie Woogie. Ein bisschen dancen hier. Für Brainwave Dave, let's dance. Das nächste Video gerne mal auch in die Kommentare nochmal reinschreiben. Wirklich, was ich als nächstes machen sollte, ob man wirklich wieder mal so ein Challenge-Video machen oder irgendwas anderes mal mit der Community irgendwas aufnehmen. Hätte ich auch Bock mal. So, die nächste Frage, die hat der liebe Luis K. gestellt. Was wäre dein Ziel in YouTube bei den Abos? Also ich muss es ganz ehrlich sagen, YouTube zum Streamen, komme ich dann zu einer anderen Frage noch. Das war ehrlich gesagt ein spontanes Ding und ich habe mehr oder weniger noch nie so ein richtiges Ziel mir gesetzt, aber ich würde mal sagen, wenn ich mir eins gesetzt hätte, oh, den haben wir gesniped, dann würde ich jetzt mal so sagen, hätte ich mir wahrscheinlich 10k und das habe ich damit erreicht. Also Ziel ist auf jeden Fall dann abgeschlossen. Und jetzt ein weiteres Ziel habe ich nicht, weil wie gesagt, das mache ich just for fun. So nebenbei herlaufen, da habe ich mir jetzt nichts großartig bei gedacht. Jo. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten für den Luis. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Die hat der Real Zocke TV gestellt. Die habe ich auch noch rausgepickt. Woher kam die Inspiration, YouTube zu machen? Also, die Inspiration, YouTube zu machen, ist eigentlich so entstanden, mein kleiner Bruder, der hat Fortnite gezockt und da habe ich mal zugeschaut und so weiter. Dann habe ich selber einen Controller in die Hand genommen und habe mir gedacht, ja, probiere ich mal. So just for fun, weil das vom Spiel selber habe ich null Ahnung gehabt. Jetzt auch noch nicht. Kappa. Und da war es halt dann so, ist da jetzt einer oder nicht? Dass ich gesagt habe, ja, probiere mal aus. Und ich muss sagen, mir hat es dann wirklich Spaß gemacht. Also Fortnite allgemein bis heute, es kommen immer wieder neue Games, aber ich muss wirklich sagen, bis heute ist Fortnite einfach das Nonplusultra. Weil mehr oder weniger wird es manchmal ein bisschen langweiliger oder. Aber eigentlich letztendlich bringen die immer neue Sachen raus, haben neue Ideen und so weiter. Und es macht einfach
Gaudi halt richtig Spaß, muss man schon sagen. Mit dem Stil, was Fortnite da, mit dem Bauen und so weiter. Und dann habe ich mir letztendlich gedacht, ja, das ist cool. Wisst ihr was? Dann habe ich gesagt zu meinem kleinen Bruder, ja, dann mache ich einfach mal einen Stream. Ich stream das einfach. Und dann haben wir auf YouTube, habe ich ein bisschen rumgestöbert und so weiter. Und dann habe ich mir einfach ein paar Sachen geholt. Und das ist ja nicht, streamen kann ja wirklich mal, das kann ja jeder anfangen. Da ist ja nichts dabei. Das kommt jetzt auf Equipment, braucht man nicht so viel. Also das kann am Anfang wirklich richtig billig sein, dass das starten kann. Wichtig ist auf jeden Fall das Internet. Das ist das A und O. Und ja, und Konsole natürlich auch und Monitor wäre auch nicht schlecht. Und dann kann eigentlich das jeder beginnen, da ist nichts dabei. Und wie gesagt, so hat das alles gestartet und dann haben wir ein bisschen YouTube angeschaut, ein paar Videos angeschaut. Und das war so die Inspiration, dass ich gesagt habe, ja mei, das ist irgendwie cool, das gefällt mir. Weil so Videospiele, da habe ich mich schon immer interessiert, Technik und so, das gefällt mir auch. Von daher, also zum Einstellen und so. Und somit hat das Ganze begonnen. Ich hoffe, ich habe die Frage dir beantworten können, Real Zocker. Genau, so war das. Und jetzt die nächste Frage war vom Julian. Den holen wir uns noch. Alter, oh mein Gott. Ja, ich hätte gemeint, der geht nochmal nach links. Komm her. Paul Berger? Da war... Sind eigentlich noch Bots im Game? Sind die noch drin? Weil der hat sich schon so verhalten. Ich glaube schon. Ich denke mal, dass Bots noch im Game sind. Gerne mal in die Kommentare und reinschreiben, ob das so ist. Hier mit Tor auf jeden Fall am Start. Der Tor, der alte Tor. Okay, jetzt haben wir die. Und Julian fragt, willst du langfristig auf Twitch streamen und bleibt YouTube dein Main Streaming Partner Service? Es ist so, dass ich, wie gesagt, da ist auch noch einer, wirklich langfristig auf YouTube bleibt. Das bleibt mein Main. Twitch langfristig kann ich noch nicht so beantworten. Kann ich noch nicht so richtig beantworten, da wirklich YouTube einfach, ja, viele sagen, ja, YouTube, Twitch ist viel besser. Von der Qualität her muss man schon sagen, bei Twitch gibt es nie Probleme oder sonstiges und geht alles ratzfatz. Da hat YouTube wirklich, Alter, nichts geht drauf. Da muss YouTube noch richtig ran, dass sie da ein bisschen rankommen. Das muss man schon so sagen. Aber irgendwie fühle ich mich halt schon wohler auf YouTube, das muss ich auch sagen, deswegen wird YouTube immer mein Streaming-Ding bleiben. Alter, was mache ich? Der wechselt die falsche Waffe, Alter. Ja, wie gesagt, YouTube bleibe ich und Twitch wird parallel stattfinden, mehr oder weniger. Jetzt mit Tony Hawk und so weiter und COD Warzone werde ich das auf jeden Fall auch machen. Aber Mainstreaming immer YouTube, genauso wie Videos, Content nur für Fortnite ist. Also das bleibt auf jeden Fall. In diesem Sinne, das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Fragen beantworten können. Wir machen das gerne mal wieder. Ihr könnt immer wieder Fragen stellen. Wir machen immer wieder ein Q&A. Bis zum nächsten Stream auf YouTube. Peace und ciao.